2004 krempelte Saw das Horrorgenre, also ich krempelte das Horrorgenre um. Ja, echt? Oh. Ja, Leute, auf jeden Fall ist das wirklich so. Saw hat das Horrorgenre umgekrempelt und avancierte auf jeden Fall zu einem Horrorhit, also ein Kultfilm. Und es entstand natürlich einige an Fortsetzungen nach diesem Franchise. Und das ist natürlich jetzt auch das, kommt ein neuer Teil raus. Das ist halt Jigsaw. Dieser ist am 26. Oktober 2017 erschienen in den Kinos. Und vorher kam auch noch am 5. Oktober halt die Saw White Edition raus. Und wer noch ziemlich bis zum Schluss dranbleibt, der kann vielleicht diese gewinnen. Also bleibt dran bis zum Schluss und viel Spaß, wie alles begann bei Saw. So, beginnen wir mal auf jeden Fall mit der Saw Timeline. Und das ist natürlich dann so abgelaufen. Dr. Lawrence Gordon und Adam waren angekettet und in einem heruntergekommenen Badezimmer. Das Blutbad eines toten Mannes, zwei verrostete Sägen und ein Revolver. Dr. Gordon muss Adam töten, sonst stirbt seine Familie. Um sich zu befreien zu können, müssen sich beide einen Fuß absägen. Der Krankenpfleger Zapp Hindle wurde von Jigsaw vergiftet und hat die Familie von Dr. Gordon entführt. Nach Ablauf der Zeit muss er sie töten, um das Gegengift zu erhalten. Die Zeit wird knapp und Dr. Gordon sägt sich das Bein ab und versucht zu fliehen. Als die Zeit um ist, erwacht der scheinbare Tote. Es ist natürlich Jigsaw und der natürlich Adam zum Sterben zurücklässt. So kommen wir zu Saw 2. Was ist da wohl passiert? 8 Gefangene müssen gemeinsam Prüfungen überstehen, um an ein Gegengift zu gelangen. Derweil hat Detective Eric Matthews Jigsaw scheinbar gefasst. In seinem Versteck findet er einen Timer und eine Überwachungsanlage. Auf den Monitoren ist sein Sohn zu sehen, der um sein Leben kämpfen muss. Die Zeit ist um. Und was entpuppt sich? Amanda Young ist auf jeden Fall die Komplizin von Jigsaw. Und dann kommen wir zum Timeline von Saw 3 und Saw 4. Ärztin Lynn muss Jigsaw am Leben halten. Dieser liegt mit einem Hirntumor am Sterben. Stirbt er, stirbt sie. Also sehr gnadenlos. Ihr Ehemann Jeff durchlebt derzeit 3 Prüfungen, in denen er vermeintliche Killern und Mitschuldigen, die seinen Sohn getötet haben, verzeihen muss oder sie werden qualvoll sterben. Nachdem Jeff die Tests überstanden hat, findet er eine Pistole und gelangt in den Raum, in dem sich Jigsaw, Amanda und Lynn befinden. Amanda schießt aus Eifersucht auf Lynn. Jeff Momente später auf Amanda. Und dann kommen wir zum parallel laufenden Saw 4. Lieutenant Rick wird entführt und hat 19 Minuten Zeit, seine Kollegen Matthews und Hoffmann zu retten. Was er nicht weiß, öffnet er die Tür der Werkstatt, in der die beiden sich befinden, bevor die Zeit abläuft, sterben sie. Ein dritter Drahtzieher namens Art überwacht das Geschehen. Als Lieutenant Rick zu Arts Erschrecken pünktlich in die Tür öffnen möchte, erschießt Art ihn. Matthews und Art sterben durch die Fallen. Hoffmann befreit sich von den Fesseln. Mittlerweile hat Profiler Agent Strum auch die Werkstatt von Jigsaw ausfindig gemacht. Und was fällt uns natürlich auf? Agent Hoffmann ist nämlich ein weiterer Komplize von Jigsaw. Er verlässt den Raum und will natürlich Strum erstmal ein bisschen testen. Jigsaw teilt Amanda mit, dass dies auch ihr Test war. Amanda stirbt. Jeff tötet Jigsaw, der explosive Kragen seiner Frau geht in die Luft. Lynn stirbt. Agent Strum erreicht den Raum und tötet Jeff aus Notwehr. Ja, es war auf jeden Fall, merkt ihr, schon richtig schön spannend. Deswegen geht's weiter nämlich mit Saw 5. Nachdem Strum den Raum mit Jigsaws Leiche verlässt, wird er selbst in eine Falle gesteckt und muss sich durch die Luftröhre mit einem Kugelschreiber durchlöchern. Strum verdächtigt Hoffman als Komplizen von Jigsaw und ermittelt auf eigene Faust gegen ihn weiter, wo er natürlich auch recht hat. Hoffman unterstützt Jigsaw schon seit Saw 1. Als Strum ihn fast überführt, tötet Hoffman ihn und lässt Strum als Komplizen von Jigsaw dastehen. Also das war eine ganz kurze Geschichte. Der Film war auch nicht so pralle, deswegen kommen wir nämlich zu Saw 6. Und so geht es nämlich bei Saw 6 weiter. Jill ist nämlich die Frau von Jigsaw und Hoffman sind natürlich auch weitere Komplizen und lassen das Lebenswerk von Jigsaw weiterleben, also den Puzzlekiller, und dann geht es nämlich so weiter. Ihr nächstes Ziel, Mitarbeiter der Krankenversicherung Umbrella Health. Sie lehnten damals Jigsaws Behandlung ab, was zu einem Tode führte. Hoffman hat Amanda Press, Lynn in Saw 2 umzubringen, was wiederum zu Amandas Tod führte. Er wusste nämlich, dass Amanda eigentlich Schuld am Verlust von Jigsaws ungeborenen Kind hatte. Als Jigsaws Frau Jill das erfährt, versucht sie ihn mit einer Falle zu töten. Hoffman überlebt knapp. Und somit hat nämlich im Saw 6 Hoffman nur ein Ziel, er möchte halt Jill töten. Sie ist derzeit im Gewahrsam der Polizei und hat Hoffman verraten. Die Jigsaw-Morde führt er nun allein weiter. In einen Leichenwagen gelangt Hoffman in das Polizeirevier und tötet Jill mit einer umgekehrten Bärenfalle. Gleich darauf wird er von 3 maskierten Männern überfallen. Einer von ihnen entpuppt sich als Dr. Lawrence Gordon, der in Saw 1 entkommen war und lediglich einen Fuß verlor.
Deswegen kommt das nämlich so, dass Dr. Gordon einfach Hoffman wie in Saw 1 in das Bad einfach ankettet. Dr. Gordon ist anscheinend der letzte überlebende Komplize von Jigsaw. Er war von Anfang an mit dabei und half bei der komplexen chirurgischen Eingriffen an einigen Opfern. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ja, weil sie nämlich weitererzählt wird, ab 26. Oktober 2017 wird sie nämlich bei Jigsaw weitererzählt. Ja, und deswegen könnt ihr nämlich jetzt einfach, weil ich das jetzt euch erzählt hatte, könnt ihr nämlich die geile White Edition von Saw gewinnen. Gut, ihr wollt vielleicht ein bisschen gespoilert. Das ist natürlich, wie alles begann, ist natürlich klar. Aber wer trotzdem nochmal diese Werke sehen möchte, hat jetzt hier halt die Chance, diese geile Reihe hier zu gewinnen. Und das ist wirklich ein Mega-Gewinn, das könnt ihr halt gewinnen. Ein Dank geht auf jeden Fall raus an Studio-Kanal, die halt das hier gestellt haben, dieses Gewinnspiel. Und vielen Dank dafür. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst natürlich ab 18 sein, ist klar. Ihr müsst ein Abonnent sein auf meinen Kanal. Ihr müsst am besten natürlich das Video liken. Und ihr müsst einen Kommentar setzen mit Hashtag SawIsGeil. Ja, auf jeden Fall, das müsst ihr machen. Das wollt ihr natürlich gerne wissen, wie lange läuft dieses Gewinnspiel. Das Gewinnspiel läuft bis zum 17.07.2017, 23.59 Uhr. Und wird dann halt per Kommentarfunktion von mir ausgelost. Also ich lose auf jeden Fall mit einem Comment-Picker aus. Und der wird halt, derjenige, der es gewonnen hat, wird halt per Kommentarfunktion von mir benachrichtigt. Oder bekommt halt eine Nachricht zugesendet. Also Leute, macht mit, würde mich natürlich freuen. Teilt das Video an eure Freunde, weil es ist mega Gewinn. Und schaut bei Fantomas vorbei, der macht nämlich auch sehr coole Videos. Ist hier verlinkt oder in der Endcard. Und dann würde ich sagen, lasst uns das Spiel spielen und bis, Leute, bis dann und schauen. Bam.